Herzlich willkommen bei Folge 5 von Dragon Quest Builders. Mit mir Christian Angel 3000 und ich begrüße euch herzlich willkommen wieder zurück. was ihr jetzt hier seht, ist ein Bild von der Demo-Version. Ne? Also wie gesagt, das ist der Bereich, wo ich gebaut habe. Ich habe es nochmal rausgefiltert, rausgesucht und habe es noch gefunden. Ich habe eigentlich das aus meiner PlayStation gelöscht, aber im Chatverlauf war das noch drin, was ich cool finde. Und wie ihr sehen könnt, hier habe ich das auch schon ein bisschen aufgebaut, auch eine schöne Mauer drumherum gezogen. Da hinten, links hinten ist die Werkstatt gewesen. Da seht ihr das Portal und da habe ich auch eine zweite Ebene gebaut. Also es ist möglich mit Dach und alles drum dran. Ich fand es eigentlich schön und boah, habt ihr mal einen kleinen Einblick mal erhascht, was ich in der Demo gebaut habe, ewig lange. Und ja, mal gucken, ob wir das auch noch anschauen können. Wäre ja nicht schlecht. Und ja, wie gesagt, die Bilder habe ich auch Second Killer Girl. Die hat auch einen YouTube-Kanal, hat auch ein paar Videos von Minecraft und so. Und Rainbow Six hat sie auch drin. Und wie ihr sehen könnt, ja, sieht eigentlich ganz schön hübsch aus. Ich habe auch den ganzen Boden neu gemacht. Wie gesagt, das Stein konnte ich da immer noch nicht abbauen. Aber das ist ja eigentlich halb so wild. Gut. Wir sind jetzt wieder zurück hier bei Dragon Quest in der Vollversion. Nein, das ist nicht die Demo. Wer jetzt das denken tut. Und das sieht jetzt hier von dem Vergleich, was ihr gerade das Bild gesehen habt, zu dem jetzt, sieht das schon ein bisschen anders aus. Und ich finde das jetzt schon auch ein bisschen besser gestaltet. Also, Dings häuslich, also ja, wie ich es herstellt habe, sieht das ja auch schon ein bisschen besser aus. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, in den Teleporter zu gehen. Oder wir gucken uns noch ein bisschen in der Welt um. Teleporter. So, aber erstmal noch schnell was essen, dass ich mit genug Energie Rauch durchgehe. Und wir wollen ja mal jetzt mal was sehen, was in der Demo-Version nicht möglich war. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal durch. So, ab geht's, betreten. Bin echt gespannt, wo ich rauskomme. Oi. Okay. Wüste. Ah, das ist gar nicht mal so doof. Cool, was ist das jetzt? Auf dem Boden der Truhe liegt jetzt ein uraltes Blatt Papier. Yumi faltet die Nachricht behutsam auseinander und beginnt sie zu lesen. Reisender in der weiten Ebene der Katlin, ich vermache euch diese blaue Kurskugel. Platziert sie fest auf dem Boden, dann spiegelt ihr leitendes Licht sich euren Kompass. Wenn ihr je sicher gehen wollt, dass ihr einen Ort später wiederfindet, so sei es ein sicherer Hafen oder ein kostbarer Fund, dann legt einfach diese Kugel vor euch ab und sie wird euch den Weg weisen. Ah, okay. Also wie eine Wegmarkierung, so eine Art, so wie ich das gerade rauslese. Wer immer hier auch seid, möge Rubis bei euch euren Abenteuern über euch wachen. Schön, Franklin A. Mundsen, Wachtbrigade von Catlin. Cool, okay, einsammeln muss ich das Ding auch, natürlich. So, gut. Kurze Info. Wir haben klar... Oh, hey, mach mal low hier. Du Sack. Stirb. Du Wicht. Okay, wir haben, glaube ich, gerade die schlechte Uhrzeit gewählt. Dann würde ich sagen, komm, wir gehen nochmal schnell zurück. Geht es nicht mehr? Doch, wollte ich gerade sagen. So. So, würde ich sagen, gehen wir kurz schnell mal schnell schlafen, dass wir ein bisschen Ruhe haben von allem. So. Toll. Ihr seid ja mal ein paar Helden. Du ausgerechnet, du wolltest nur ein paar Mal ein bisschen da bleiben, aber nicht gleich hier auch alles hier bauen, ne. So, dann gucken wir mal, was herstellen können. Strommatte. So, gut. Dann machen wir das als Schlafsaal, als gemeinsames Schlaf.
Erlebnis. So, dann baue ich kurz das hier hin. So. Und geht schlafen. So. Sieht da lustig aus. So. Yeah, guten Morgen. Oh, das springt gleich vor Freude. So. Gut, wir haben den nächsten Tag erreicht. Jetzt werden wir mal dorthin gehen, wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Betreten! Nö. So, neues Level, neuer Bereich, kenne ich nicht und freut mich, dass ich das sehe. Oh. Okay, schade. Okay, auf jeden Fall, da hinten ist unsere Dings, unsere Basis, sage ich jetzt mal. Und ja, in der Demo konnte man den Weg leider hier nicht rüberbauen, aber jetzt geht's ja endlich. Und das weiß ich auch nicht, was es hier hinten ist. Ein Teleport-Ausgang, auch nicht schlecht. Okay. So, Gegner. Oh, erhält zum ersten Mal eine Bohnenbohnen. Okay, gekochte Bonbonen. Ah, okay, cool. Nice. Ah, du Sack, was? Gib mir deinen Hammer. Ein Pelz. Lederharnisch kann ich mir bauen. Nice. Schön. So, ein Lederschild. Cool. Ein simples Schild. Abwehr plus 2. Mal gucken, wie ich das einsetzen kann. Ob ich das aufheben kann oder nur so. So, Bohnen. Ich will Bohnen. Bohnen schmecken gut. Ah, lecker. Hm, lecker, lecker, lecker. So, aber wir sind jetzt hier mal ein bisschen zum Erkunden. Die haben den Hammer. Die, gib mir den. Ach, du Sack. Gib mir deinen Hammer. Wie geht mir, Mann? Zack. Das kriege ich von euch. Aua. Schaden. Ja. Gut. Orangener Clipper. Reisegewand. Ah. Und fantastische Farbmittel. Okay. Ein regenbogenfarbenes Gebräu aus kunderbunten Clipper. Schön. Nice. Schön, 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 schön. Freut mich. Freut mich. Da vorne ist ein Skelett, okay. Wer bist du? Ach, bist ein Feind. Boah. Der hat ein bisschen mehr auf dem Kasten. Ah. Ah, bleib weg. Oh, was machst du? Oh. War das eine Ulti oder was von dir, hä? So. Ein Ledersack. Genau. So, was steht denn hier so Schönes? Lesen. Besucherzentrum Hammerlingshausen. Gut. So. Hi. Kann ich mit dir reden? Eben. Sabber, 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 Lord. Ein Mensch. Oh mein Gott. Was bittest du allen, so mir nicht, dir nichts heranzuplatzen? Du hast wirklich Nerven. Na klar. Ich bin auch die Erbauerin. Naja, aber eigentlich macht es auch nichts. Ich habe nicht einmal etwas gegen Menschen, wenn ich ehrlich sein sollte. Okay, schön. Also, was willst du? Hola, was? Du meinst, dass ich einen Hammer habe? Ja, was hast du sonst in der Hand? Aber, wieso musst du denn gleich so gemein sein? Schluck. Okay. Ach so, diesen Hammer meinst du. Ah, ding, 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 ding. Wenn du wissen willst, wie man einen Riesenhammer herstellt, musst du Schlagarte fragen. Die sollte nicht allzu schwer zu finden sein. Auf dem Dach ihres Hauses brennt ein Lagerfeuer. Danach musst du Ausschau halten. Okay. Hier, Mensch, nimm, 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 nimm. Das betrachte es als Zeichen unserer neuen Freundschaft. Der ist nett. Erhältet ein Schild. Nice. Ah, okay, so ein Schild. Ich dachte jetzt so ein Abwehrschild. Ah. Sauerei. Okay. Dann suchen. Ein Lager mit einem Feuer obendrauf. Was ist das da unten? Okay. Eine Truhe. Hm. Ah, da ist was. Was ist es ja dort? Wäre nicht schlecht. Oh. Auf, lauf. Springen, springen. Springen, springen. Eine Treppe. Oh, da scheinen viele drinnen zu sein. Hallo. Oh, eine ganze Familie.
reden. Schlagkarte ist ganz schön beschlagen. Okay. Sie hat uns erzählt, dass der frühere... Was? Sie hat uns erzählt, dass es früher überall von Menschen wimmelte und sie garstig und zu uns Monstern waren. Dann kam der Drachenfürst, jagte alle Menschen und machte die Welt zu dem angenehmen und friedlichen Ort, der sie heute ist. Ich bin froh, dass ich noch nicht auf der Welt war, als die Menschen das Sagen hatten. Okay. So. Mich trifft der Schlag. Wenn das nicht ein kleiner Mensch ist. Ja, bin klein, ich weiß. Ich bin Schlagarde, der Oberhammerling. Man könnte sagen, ich weiß am besten, wo der Hammer hängt. Wenn ich männlicher wäre, hätte ich gesagt, mein Hammer ist größer. Was könnte denn ein armes, gepeinigtes Menschlein von mir wollen? Opa, Opa. Lieber Himmel, du willst wissen, wie wir unsere Riesenhammer herstellen? Tut mir leid, Liebes. Ich weiß, es muss schwer sein, als Mensch zu leben, aber so ein leicht wird man kein Hammerling. Okay? Und überhaupt, diese Hammer sind unsere größten Schätze. Die Anleitung ist ein streng gehütetes Geheimnis. Wir könnten doch nicht jeden der dahergelaufene Mensch verraten, wie sie hergestellt werden. Ach Manu. Schon. Komm schon, Kleines. Gräm dich nicht so. Doch, mach ich aber. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, wie wir... Oh, ich weiß. Mein Dach hat drei große Löcher, durch die der Wind pfeift. Ein Martyrium für meinen alten Knochen. Okay. Da oben. Von Regen ganz zu schweigen, ich werde nass bis auf die Haut. Eines schönen Tages hole ich mir noch den Tod. Das sage ich dir. Okay. Mit ein paar Blöcken, Stroh, könnte man das Dach einfach flicken. Ich würde mich selbst darum kümmern, aber ich bin nicht mehr die Jüngste. Nun, wie sieht's aus? Lässt du dich dazu bereitschlagen, mein Dach auszubessern? Du kannst Seile aus dem Eufer herstellen und der... Achso, herstellen, okay. Der hier wächst, um das Stroh zu Blöcken zu binden. Wenn du das erledigt hast, stopfe die einfach die Löcher und damit. Okay. Ich wäre dir dann so dankbar, wenn du mein Dach ausbessern könntest. Vielleicht zeige ich dir dann dafür sogar, wie du einen Riesenhammer wie meinen anfertigen kannst. Okay, Efeu. So, eine gute Frage. Wo kriege ich Efeu her? Okay, Efeu. Tada, Efeu. Kann jetzt Seile herstellen. Material. Cool. Nice. Oh, das habe ich ein Loch unten reingebaut. Das wollte ich jetzt nicht. Okay. Ganz anderes Material. Was man kaputt macht, macht man wieder ganz. Das ist normal. Sollte man. Sieht nicht ganz so schön aus, aber ihr könnt froh sein, dass ich was baue. So. Oh, okay, man kann aus dem Efeu hochklettern und wieder runter. Habt ihr das gesehen? Geil, oder? So. Wir haben 10 Efeu. Jetzt frage ich mich, jetzt müsste ich glaube ich wieder zurück, um auf die Werkbank zuzugreifen. Oder vielleicht finde ich hier noch irgendwo eine. Vielleicht habe ich ja Glück, warte mal, habe ich hier oben. Eine Werkbank ist hier oben. Ist das schön, war ja so voraussehbar. So, wir brauchen Seile. Bäh, ich kann Stroh herstellen. Wow, Strohblöcke. Kann ich nochmal ein paar Seile herstellen? Oh, ich habe ganz schön viel Efeu. So, noch einmal. Was so schön ist. So, jetzt kann ich so. Was brauche ich dafür? Halmkraut. Okay. Alles klar, Halmkraut. Da oben war schon zwei Stück. Noch einmal. Zweimal. Oh, das sieht hübsch aus. Das kann ich ganz gut machen. Schade. So. Jetzt probieren wir es mal. Stroh. Wie viele Blöcke kriege ich raus? 10 Blöcke.
Oh. Stroh. Strohbelag. Strohbelag. Wieso Strohbelag? Okay. Auf jeden Fall haben wir 10 Stück. Das ist schon mal sehr gut. Okay. Also. Bauen. Klatsch. Ah. Oh, gleich 10 Schaden gehalten. Oh my gosh. So. Haben wir fertig gemacht. So, wie sieht's aus? Ich hab dir geholfen. Na sowas, du hast mein Dach ausgebessert. Und das Ergebnis ist echt, echt der Hammer. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Moment mal, ein Mensch, der die Macht besitzt, Sachen aus dem Nichts zu bauen, bauen, bauen? Sag bloß, du bist die legendäre Erbauerin. Ei. Ach, du schlägst mein Herz gleich höher. Keine Sorge, Kleines, ich werde dein Geheimnis für mich behalten. Ihr Menschen wart einst so mächtig, aber jetzt seid ihr kaum mehr als ein Schatten eurer selbst. Wir Monster dagegen werden ständig stärker. Schön. Ehrlich gesagt passt mir das diese Entwicklung nicht. Ich finde, die Welt ist etwas aus dem Gleichgewicht geraten. Das soll nun nicht bedeuten, dass ich es gut fand. Okay. Wenn die ganze Welt von Menschen wimmeln würde, aber es wäre schon schade, wenn ihr ganz aussterben würdet. Ja, wir sind wohl eine gefährdete Spezies, haben wir auch nicht schlecht. Na schön, ich werde dir helfen, aber das muss unter uns bleiben, Kleines. Wir wollen ja nicht, dass der Drachenfürst Wind davon bekommt, nicht wahr? Als erstes werde ich dir zeigen, wie man einen Riesenhammer baut. Dididing. Riesenhammer! 8 Angriff, okay. Kann harte Blöcke zerbrechen. Schön! Nice. So, Dankeschön. So. Bauen wir gleich mal ein. Brauchen wir das Material dazu haben. Aber wir könnten eigentlich mal... Hier. Was brauchen wir denn da? Holz! Oh Gott, okay. Was brauchen wir hier? Pelz, Kupferbarren. Auch nicht schlecht. Und hier haben wir orange Kleber, blauer Kleber, grober Stoff. Aber groben Stoff habe ich gar nicht dabei. Kann ich das überall machen jetzt? Okay. Hm. Okay, bauen. Da-da-da-da. So. Reisegewand. Schön. So. Ziehen wir uns gleich mal um. Ausrüsten. Ui, sieht das hübsch aus. Neue Klamotten. Yeah. Huhu. Gleich runterspringen. Yay! Yeah. 33 Schaden. Ich war, glaube ich, nicht so weiß. Aber egal. So. Was machen wir da noch? Aber da kommt schon jemand, der kann... Ups. Hau ab. Schieb ab. So, dankeschön. So. Einen Riesenhammer können wir nicht bauen. Wir brauchen erst das Holz. Um Holz zu bekommen, ist nicht so einfach. So, jetzt gehen wir mal da runter. Ah, schon wieder 4 Schaden erhalten. Hier unten war jemand. So. Reden. Hey, du bist ein Mensch. Mensch. Ja. Keine Angst, ich finde, Schlagade hat ganz recht. Menschen sind prima. Okay. Aber wie hast du dich hierher verschlagen? Du bist doch nicht etwa hinuntergefallen. Keine Sorge, Mensch. Ich zeige dir, wie du an Stellenwänden hochklettern kannst. Dann bist du nur wieder hier raus. Mit Blöcken aus Erde oder Tonerde kannst du dir eine Treppe bauen. Allerdings kannst du die Blöcke nicht einfach in der Luft ablegen. Okay? Stattdessen musst du sie direkt an die Wand kleben. So, nämlich. Bam. Oh, bist du schlau. Okay. Das ist der Hammer, nicht wahr? Es sieht aus, als würde der Block schweben, aber er haftet einfach nur an der Wand. Wenn du diesen Trick auf Lager hast, kannst du auch steil hängen hochklettern. Du sollst es am besten einfach mal ausprobieren, okay? Alles klar, wenn du es schaffst, an diese Schatztruhe zu kommen, hast du die Kunst des Kletterns gemeistert. Dann sind wir Kletterkumpel. Kletterkumpel. Cool. Alles klar.
Nein. Das Hauptbild. So. Oh yeah. Und nochmal ein. Oh, schön. Nochmal. Und 5 gescheitert. 65 LP. Nice. Schlag, Schlag, Schlag. Ein Klettermaxi wie dich kann keine Steigerung aufhalten. Yeah. Du und ich, wir haben heute Kletterkumpel. Wir sind ab heute Kletterkumpel. Okay. Klettern macht Spaß, aber es ist auch ziemlich gefährlich. Pass auf, dass du nicht abstürzt und auf den Kopf fällst. Hörst du? Alles klar. Peace, Bro. So. Nee, das kann ich nicht kaputt machen, okay. Ich sollte langsam wieder zurückgehen. Sonst... Ah! Oh! Jetzt! Alles klar. Peace. So. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück und zeigen wir den Schlaghammer. Hau ab! Bin ich gerade im Kreis gelaufen, aber egal. Wie? Da ist noch was Erde. Können wir immer gut gebrauchen. So. Eigentlich könnte ich euch auch mal zeigen, wie das funktioniert hier. So. Chimäreflügel. Dass ihr das auch mal sieht. So. Gott, wo bist du? Da. Also ich muss erstmal einen Schlaghammer bauen. Achso, okay. Ja, alles. So. Wartet mal. Ah, ich kann das bauen, okay. So. Badaba. Fertig. Bei meinen knochigen Knöcheln, Junge, du hast es geschafft. Du hast einen Riesenhammer gebaut. Mit einem solchen Hammer kannst du alle möglichen Dinge entzwei schlagen, die sich bisher dagegen gesträubt haben. Hier in der Nähe gibt es zum Beispiel Bäume und Felsen. Und jenseits der Bäume Teleporters sollten Kupfer und Kohle in rauen Mengen zu finden sein. Wenn ein gescheites Mädchen wie du solche Materialien in den Händen bekäme, nun, es ist kaum auszudenken, was du alles damit erfinden könntest. Und wer weiß, beim Bau deiner neuen Erfindung kommt dir vielleicht Ideen für noch spannendere Gegenstände. Yeah! Los, Yumi, geh in die Welt hinaus und hämmere drauf los, bis die Fetzen fliegen. Oh yeah! Schlag alles klein, was du siehst, und sammle all die Materialien, die du dir bisher entgangen sind. Und wenn du herausfindest, wie man neue Dinge baut, dann verlier keine Zeit. Fertige sie sofort. Alles klar. Für den Anfang sollte das du einen der Bäume hier in der Umgebung fällen. Du, 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 du. So. Na, Yumi, sammelst du schon alle möglichen neuen mystischen Materialien? Nö. Bestimmt ist jetzt dein Vorrat an fantastischen Funden schon auf ein ansehnliches Maß gewachsen. Und wenn nicht, dann ist es nur eine Frage der Zeit. Jedenfalls wirst du einen Ort brauchen, wo du alles verstauen kannst, bevor dir die Taschen überquellen. Ich kann mir vorstellen, wie ärgerlich es sein muss, einen ersehnten neuen Gegenstand aufzulesen und festzustellen, dass man keinen Platz mehr dafür hat. Aber keine Angst, Yumi, denn während du ermüdlich Materialien sammelst, bin ich auch schwer beschäftigt. Ich habe nämlich die Kendrick-Chronik studiert und die Bauanleitung für einen sogenannten riesigen Reisekoffer entziffert. Oh! Dem Buch nach bietet er das staunenswerte Stauraum, also so dass Sammeln von Materialien zum Kinderspiel wird. Meine Güte, das schließt zu schnell. Junge, wenn ich dir zeige, wie der riesen Kreisekoffer gebaut wird, zimmerst du dann einen für mich? Ich möchte das lohnende Ergebnis meiner Studie mit eigenen Augen sehen. Alles klar. Riesiger Reisekoffer. Nice. So. Kann man bauen? Da, was brauche ich denn dafür?
Pelz und Holz. Pelz habe ich 2 Stück, okay. Und Topf. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, ausrüsten. Hammer her. So. Sieht lustig aus. So, jetzt gucken wir mal, wie das funktioniert mit dem Bäumen. So. Bam, 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 bam. Yeah. Holz. Nice. Wie viel Schaden machst du? Bam, 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 bam. Keine Chance. So. Ha. Ich bin der Killer. That's. Die armen Bäume. Ob die irgendwann wieder nachwachsen? Komm hoch, komm. Dein Hammer erwartet dich, Junge. Okay, dann halt nicht. Oh, du schlägst mich. Ich mach die fertig, Mann. Bam, so. Was ist das? Okay, jetzt haben wir das Problem. So, einmal hier. Einmal hier. So. Uah. Hau ab. Schieb ab. Au, stirb doch, Mann. So. Okay, das ist, glaube ich, ein Pflanzensetting für Bäume. Würde ich sagen. Gehen wir mal hier hin. So. Da wächst bestimmt bald ein Baum. So. Gut. Wir brauchen noch, was war das? Pelz. Dann werden wir mal ein bisschen Pelz sammeln. Und bauen uns einen Riesenkoffer. Voller wunderschönen Dinge. So. Aber erstmal kriege ich von hier einen Pelz. Aua. Wieso krieg ich, warum? Ich kann sagen. So. Junge. Gib mir Pelz. Ein bisschen Klipper können wir auch noch ein bisschen mitnehmen. Oh, jetzt gehen die Gegner richtig platt, ey. Das ist ja Burnerhammer, ey. Aua. Aua. Danke. Stirb. Bam. Aua. Ich mach dich fertig. Keine Chance. Ah, wenn ich ganz kaputt mache, kriege ich dann das Zeug raus. Schön. Ah, im Schlaf gekillt. Ach, schade. Ich dachte, ich krieg das jetzt hin. Schade. Naja, kann man nichts alles haben. So. Autsch. Ach. So, da kommt der Nächste. Was wollt ihr denn alle von mir? Ich hab euch nichts getan. So. No change, my friends. No change. So. 1, 2, 3. So. Ein Monster. So, schön. Pelz haben wir jetzt 6 Stück. Okay, machen wir noch hier nochmal. So. Den letzten Schlag hätten sie mir auch noch geben können. Ehrlich gesagt. Oha. So. Würde ich sagen, gehen wir wieder, oder? Ja. So. Oh, jetzt habe ich schon wieder was eingesammelt. Scheiße. Was kann man denn loswerden? So, das kann ich später auch noch holen. So. Dankeschön. Eine goldige Knospe. Okay. Stein mache ich später. Wenn es soweit ist. So. Jetzt erstmal was bauen. Badbusch. So. Hm? Ah, Junge, ich habe gerade mit Pilli gesprochen. Sie
Sie hat erwähnt, dass du nach neuen Leuten suchst, damit deine Stadt wachsen kann. Ich glaube, ich weiß, wo du jemanden finden könntest. Jenseits des Dorfes der Hammerling liegt eine kleine Insel, die über eine schmale Landbrücke mit dem Festland verbunden ist. Ich bin auf den Herweg daran vorbeigekommen und dachte, ich hätte darauf ein Lagerfeuer leuchten sehen. Du solltest vielleicht losziehen und dich dort umsehen. Bestimmt wäre Pili so glücklich, wenn du jemanden mit hierher brächtest. Okay. Ach, und Yumi, der Weg ist weit, also kann es nicht schaden, unterwegs eine Übernachtungsmöglichkeit zu bauen. Okay. Hast du auf deinen Ausflügen diesen alten, verfallenen Häusern bemerkt? Wenn du sie instand setzt, kannst du dort einen Zwischenstopp einlegen und dich ausruhen, ohne den weiten Weg zurück in die Stadt zu laufen zu müssen. Okay. Aber das musst du entscheiden. Fürs Erste solltest du einfach deinen Kompass folgen und versuchen, einen neuen Einwohner für unsere Stadt zu finden. Okay. Danke für die Informationen, mein Freund. So. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das bauen können. Riesenkoffer. Holz und ja, Töpfe. So, Holz können wir bauen. Aber gucken wir mal, ob man einen Topf bauen kann. Ah, blauer Klipper fehlt. Aber Holz können wir herstellen. So. So. Holzbank. Oh, schön. Eine Holzbank. Schwingtür. Nice. Das freut mich. So. Wir müssen jetzt erstmal was loswerden. Einmal das. Verstauen. Verstauen. Das tun wir auch noch gleich sehen. Ledersack. Okay. Cool. So. Okay. So. So. Dann machen wir hier noch die Erde rein. Verstauen. Tornado, so. Okay, gut. Dann haben wir kurz schnell noch ein bisschen Klaue. Clipper. Clipper, komm her. Komm her. Boah. Ich mach die fertig mit einem Schlag. Bam. Aua. So. Hab ich vergessen abzubauen. Dann würde ich sagen, Klatsch. Und Klatsch. So. Oh, wir haben schon einen Baum. Guck mal. Ein Baum. Nice. Ein kleiner Baum. So, dann würde ich sagen, bauen wir noch schnell das Ding. Sitz. Schwingtür. Topf. Okay, ich brauche einen Topf. Ah, war auch gerade in der Nähe. Und wo gehe ich denn hin? Topf. So. Ein Riesenkoffer. So. Yeah. So. Reden. Bei meinen beachtlichen Pizeps. Bizeps, so. Du hast es geschafft, Yumi. Du hast den riesigen Reisekoffer gebaut. Hey, wenn du diesen Koffer innerhalb des Grenzen unserer schönen Stadt platzierst, musst du dir nie wieder Sorgen machen, dass dir auf deinen Ausflügen der Platz ausgehen könnte. Wenn deine Beutel voll ist, gelangt es alles, was du nicht zu deiner Siedlung zurücktragen kannst in diese wundersame Zaubertruhe, wo es auf dich wartet. Cool. Also auf Deutsch, wenn ich draußen haufenweise sammle und mein Inventar ist voll, tut alles dann hier reinballern. Okay. Und das ist noch nicht alles. Du kannst von überall auf den großen, weiten Welt auf den riesen Reisekoffer zugreifen. Das ist unschlecht. Weißt du, was das bedeutet, Yumi? Du kannst durch die Wildnis wandern und nach herzenlos Materialien sammeln. Nee. Wie wir gerade davon sprechen, hast du schon Kupfer und Kohle oder Steine aus der Heimat der Hämmerlinge gesammelt? Nein. In der Kallenchronik werden diese Stoffe ausführlich beschrieben. Anscheinend könnten wir daraus metallende Gegenstände schmieden, wenn wir ein Schmiedefeuer hätten. Okay. Es versteht sich von selbst, dass du dich unverzüglich auf die Suche nach diesen Materialien begeben solltest. Alles klar. Jetzt, da du sowohl deine Hammer als auch deine Koffer besitzt,
wird es Zeit, in die Höhlen unter Hammerdingshausen hinunterzusteigen und nach Schätzen zu schürfen. Blauer Klipper. So. Nice. Perfekt. So. Oh, der ist aber groß. Gute Frage, wo tut man das hin? Sieht hier interessant aus. Nicht genug Platz. Bäm. Benutze den riesen Reisekoffer. Oh yeah. Nice. Öffnen. Heilandsack. Alles klar, Herr Kommissar. Gut, also dann würde ich sagen, ja, wir sind jetzt wieder am Ende unserer Let's Play-Reihe für heute. Wir gehen auch schnell speichern. Und wir sehen uns dann die nächsten Tage dann wieder. Weil das, ich meine, heute habe ich jetzt schon über 2 Stunden und 30 Minuten, fast 40 Minuten aufgenommen. Also 2 Stunden und 40 Minuten und ich kann nicht mehr labern. Ich bin ja gerade ein bisschen fertig. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und werde auf jeden Fall weitermachen. Es macht auf jeden Fall Laune und hoffe, dass ich noch mehr entdecken kann, noch mehr schöne Sachen sehen kann. Auf jeden Fall, ich bin echt begeistert. Dann das war's dann von mir, euer Christian Angel 3000. Und jetzt gibt's noch eine kleine Werbung von Rocket Beans TV mit den Raketenbrausen, Energy Drinks. Und schaut mal bei Mapster 23 vorbei. Bis zum nächsten Mal, euer Christian Angel 3000. Wiederschauen, reingehauen. Liken und kommentieren würde mich freuen, was ihr davon haltet von dem Spiel und wie ihr es findet und ja, was ihr schöne für Ideen habt zum Bauen. Wenn ihr schöne Ideen reinbringt, kann ich gerne auch was bauen und ja, bis zum nächsten Mal. Also dann, euer Christian Jente. Ciao! Hör gerade, wie kann ich?